Es ist ungewohnt, doch wird schon bald zum Alltag gehören. Taxifahrer, die Pakete austragen, auch am Sonntag. Taxis für die sogenannte letzte Meile. Die Post ist nach entsprechenden Pilotversuchen von diesem Modell überzeugt. Der Logistikmarkt ist heute hart umkämpft. Es sind auch neue branchenfremde Player wie Google, eBay, Amazon, die neben ihrem Kerngeschäft nun auch die Logistik übernehmen. Deshalb ist es wichtig für die Post, neue Bedürfnisse schnell zu erkennen und auch Lösungen anzubieten. Das Geschäft lohnt sich. Für viele Taxiunternehmer ist klar, im Vergleich zum normalen Personentransport könnte man Lieferfahrten bis zu 20% billiger anbieten. Für uns rechnet es sich, weil wir tote Zeiten mit diesen Aufträgen vielleicht abdecken können, wo nicht so viel läuft. Und der Kunde erhält ein Ersatzteil oder eine Lieferung, wo er nicht noch einen Tag oder zwei Tage darauf warten muss, die ihm wichtig ist. Karin Frick analysiert Trends in Wirtschafts- und Konsumfragen. Für sie ist klar, Sonntagslieferungen sind kein Tabu mehr. Wenn wir 24 Stunden am Tag bestellen können, dann erwarten wir natürlich, dass wir auch rund um die Uhr die Waren geliefert bekommen. Und da muss die Post mitmachen können, weil sonst ist sie klar weg vom Fenster. Ob die Post die Sonntagszustellung künftig gar selbst machen darf oder weiterhin auf Drittpartner angewiesen ist, darüber entscheidet am Schluss die Politik.